Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und warum bitte nur auf der Erde? Feiern wir doch mal ein Jubiläum in einer Mars-Umlaufbahn. Wie wär's? Der Mars ist, von der Sonne aus gesehen, der vierte Planet in unserem System und somit unser mehr oder weniger direkter Nachbar. Ein paar Zahlen gefällig? Der Mars ist etwa halb so groß wie die Erde und rund 1,5 Mal so weit von der Sonne entfernt wie wir. Obwohl er so ganz anders aussieht als unsere blaue Heimatwelt, zählt er zu den erdähnlichen Planeten. Seine Farbe von orange bis blutrot brachte ihm auch seinen Namen ein, Mars, wie der römische Kriegsgott. Wir kennen ihn, nicht nur dank diverser Hollywood-Verfilmungen, als den roten Planeten. Der Grund für die rötliche Färbung ist furchtbar banal. Es liegt an Eisendreioxidstaub auf der Oberfläche und in der Atmosphäre. Und Eisendreioxid ist schlicht und einfach Rost. Apropos Atmosphäre. Ja, der Mars hat eine. Sie besteht zu über 95% aus Kohlendioxid und ist ziemlich dünn, was dazu führt, dass sie die Sonnenwärme kaum speichern kann. Die Unterschiede zwischen Tages- und Nachttemperaturen sind dadurch ziemlich extrem. 30 Grad plus am Tag klingen geradezu mollig, wären dann nicht die Nachtwerte von bis zu minus 85 Grad. Die dünne Atmosphäre sorgt auch dafür, dass Wasser auf dem Mars praktisch nicht in flüssiger Form vorkommt, sondern entweder als Eis oder als Wasserdampf. Obwohl also die Lebensbedingungen mehr als widrig zu sein scheinen, sind wir Erdlinge extrem interessiert am Mars. So interessiert, dass der Begriff Marsmensch schon längst nicht mehr ein kleines grünes Männchen auf Erderkundung, sondern den ersten Erdenmenschen auf dem Mars bezeichnet. Denn das ist das Ziel. Die bemannte Mars-Mission und dafür wird geforscht, trainiert und probiert. Vor allem aber wird der Mars untersucht, Daten werden gesammelt, Proben entnommen, Bilder gemacht, die Oberfläche kartografiert und. Denn unbemannte Mars-Missionen gab es bisher immerhin 42. Die ersten Anfang der 60er Jahre von den Sowjets, leider erfolglos, seit den frühen 70ern aber durchaus erfolgreich von der NASA. Auch gelandet wurde schon fleißig auf der Marsoberfläche. Insgesamt 8 Raumfahrzeuge erreichten roten Boden. 2003 landeten 2 Rover namens Spirit und Opportunity auf dem Mars, die dort bis heute ihren Dienst tun und die Planetenoberfläche nach Spuren von Wasser untersuchen. Das alles ist wirklich toll, wichtig, aufschlussreich, aber eben nicht Rekord- oder gar jubiläumsverdächtig. Wir wollten ja feiern und da kann es momentan nur einen Anlass geben. Ein Dienstjubiläum nämlich. Die NASA-Sonde Mars Odyssey, seit dem 24. Oktober 2001 auf einer Umlaufbahn um den Mars, ist nun seit Mitte Dezember 2010 die dienstälteste funktionierende Raumsonde, die der Mensch je zum roten Planeten geschickt hat. Glückwunsch und vor allem Danke, denn die Sonde mit dem Stanley Kubrick inspirierten Namen Odyssey hat die bisher präziseste Landkarte vom Mars erstellt. Sie besteht aus 22.000 Einzelaufnahmen und ist 213.391 mal 106.699 Pixel groß. Da können popelige Erddigitalkameras mal richtig einpacken. Der Sprit an Bord der Sonde reicht übrigens noch bis 2015, so kann die Odyssey ihren Rekord nochmal ordentlich ausbauen, bevor wir dann irgendwann, vielleicht selbst und höchstpersönlich, bemannt auf dem Mars landen.